Beratungen über Haushalt 2024. FDP will Bürgergeld neu berechnen. Weil fordert Überarbeitung des Heizungsgesetzes. Und Senat sieht Gefahr durch Verbindung von kriminellen Clans und Islamisten. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 5. Dezember. Die FDP besteht auf Änderungen bei der Bürgergelderhöhung Anfang 2024. Ich hielte es für richtig, im Zuge der Beratungen über den Haushalt auch über die Berechnung des Bürgergelds zu sprechen. Denn die Berechnungsmethode kommt noch aus Zeiten von Hartz IV, das ist längst überholt, sagte Fraktionschef Christian Dürr der Bild. Es müsse genau geprüft werden, ob mit der alten Berechnungsmethode das Lohnabstandsgebot gewahrt werden kann. Wer arbeite, müsse immer mehr Geld übrig haben als jemand, der das nicht tut. Die geplante Freigabe von Cannabis stößt bei Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion auf Vorbehalte. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Einigung mit den Innenpolitikern der SPD-Fraktion, sagte der SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler dem Spiegel. Er bemängelte verschiedene Lockerungen in dem geplanten Gesetz, etwa geringere Mindestabstände zu Schulen und Kindertagesstätten beim Cannabiskonsum. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat sich dafür ausgesprochen, das Heizungsgesetz noch zu überarbeiten. Es gibt in unserer Gesellschaft viele Menschen, zum Beispiel Ministerpräsidenten, die wohlhabend genug sind und keine staatliche Förderung ihrer neuen Heizung benötigen, sagte der SPD-Politiker der Welt. Der Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen des Landes Berlin, Christian Gäbler, hat bei der heutigen Landespressekonferenz ein Verfahren für die Nutzung des Tempelhofer Feldes vorgestellt. Das ist aber etwas, was sich auch in einem Dialogprozess entwickeln soll. Und deswegen haben wir gesagt, als Senator für Stadtentwicklung, dann auch mit der Koalition soweit abgestimmt und innerhalb des Senats, dass wir eine Mischung aus einem Dialogverfahren, einer Bürgerwerkstatt und einem Ideenwettbewerb machen wollen. Wir haben das da zeitlich, wir ja nun auch eine bestimmte Grenze haben, weil wir auch nicht erst zum Ende der Legislaturperiode damit Ideen kommen wollen, auch etwas ineinander verzahnt. Es wird begonnen damit, dass wir eine repräsentative Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern auswählen, bis zu 500, die dann ab April in einer Bürgerwerkstatt über mögliche Nutzung auf dem Feld, also sowohl Sachen, die dafür sprechen, Sachen, die dagegen sprechen, was ist zu beachten, wenn ich bestimmte Nutzung dort unterbringen will, was habe ich dort an Nutzung, wie gehe ich damit um, ist das miteinander vereinbar, was für Funktionen hat das Feld, auch bis hin zu klimatischen Themen, dass das alles in dieser Bürgerwerkstatt diskutiert wird, dass dort auch Initiativen, Verbände und andere, die sich in der Vergangenheit mit dem Feld beschäftigt haben, zu Wort kommen sollen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich dann aber auch damit beschäftigen und überlegen, gibt es da Möglichkeiten, das zusammenzubringen, wäre ausgeschlossen und dass in einer ersten Phase auch Anforderungen an einen Ideenwettbewerb diskutiert werden, die dann in den Ideenwettbewerb einfließen können, der dann im Sommer starten würde. Und Ziel ist es, dass im Februar 25 dann Ergebnisse vorliegen, die dann in der Bürgerwerkstatt auch nochmal bewertet werden können und wir dann im ersten Halbjahr des Jahres 2025 dort ein Ergebnis haben. Laut Innenstaatssekretär Hochgrebe gibt es in Berlin punktuelle Verbindungen zwischen der salafistischen und der kriminellen Clanszene. Wir sehen hier durchaus die Gefahr, dass zwei demokratie- und rechtsstaatsfeindliche Gruppen ihre Aktivitäten und ihre Mittel miteinander bündeln, sagte er am Montag im Parlamentsausschuss für Verfassungsschutz. Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten Seniorin. Die 69-jährige Edelgard Schulz verließ am 4. Dezember 2023 auf unbekanntem Weg eine Pflegeeinrichtung in der Kaulbachstraße in Lankwitz und kehrte bisher nicht zurück. Sie ist 165 cm groß, von mittlerer Statur, hat braune Augen und braunes, schulterlanges Haar.
Bekleidet ist sie mit einem braunen Pullover, einer dunklen Hose und Hausschuhen. Frau Schulz ist an Demenz erkrankt und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden. Sie ist ohne Jacke unterwegs und hat weder Personalpapiere, Schlüssel oder Bargeld bei sich. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat Frau Schulz seit dem 4. Dezember 2023 gesehen? Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen? Wer kann weitere, sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeiabschnitts 4 in der Eiswaldstraße 18, 12249 Berlin per Telefon oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden 2022 in Deutschland 1,09 Millionen Tonnen Schokoladenerzeugnisse für den Absatz produziert, 1,3% mehr als im Vorjahr. Rechnet man die Gesamtmenge auf die Bevölkerung in Deutschland um, so wurden im vergangenen Jahr 12,9 Kilogramm pro Kopf hergestellt. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist mit leichtem Schneefall zu rechnen, bei Tiefsttemperaturen von 0 Grad. Am Mittwoch schneit es am Morgen bei Höchsttemperaturen von 1 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.